Hi, ich bin Chris, ich bin der Koch von dem YouTube-Kanal Einfach Geschmack. Sonst sieht man meine Hände, heute mich in voller Pracht. Wir werden heute zusammen einen fantastischen Spargelsalat mit einem knusprigen Ei zubereiten. Und ich bin Marie, ich bin auch von dem Kanal Einfach Geschmack. Ich bin hinter der Kamera normalerweise und man hört auch immer meine Stimme in den Videos. Ja, und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Rezept. Für den Spargelsalat brauchen wir natürlich Spargel, Bärlauch, Radieschen, Kresse, Butter, Salz, Pfeffer, Olivenöl, Essig und Zucker. Und für das leckere Backei brauchen wir dann Ei, Ei zum Panieren, Mehl, Panko oder Semmelbrösel und Öl zum Frittieren. Bevor wir jetzt den Spargel schälen, brauchen wir selbstverständlich erstmal einen Topf mit Wasser. Für unseren Spargeltopf brauchen wir eine gute Prise Salz, Zucker und Butter. Jetzt geht's los mit dem Spargelschälen. Spargelschälen ist eine gewisse Kunst. Man darf nicht zu viel wegschälen, aber auch nicht zu wenig, weil daher sonst zu faserig wird. Um Spargel optimal zu schälen, nimmt man ihn die Stange zwischen Daumen und Zeigefinger und schält von oben nach unten ab. Zum Schluss kontrollieren. Und wenn noch irgendwo Schale ist, spürst du sie am Daumen. Die Spargelschalen nicht gleich wegschmeißen. Dafür hat man dann natürlich auch noch eine Verwendung. Man kann sich zum Beispiel eine Spargelcremesuppe daraus noch ziehen. Und für unseren Spargelsalat muss der Spargel natürlich geschnitten werden. Und hierfür schneiden wir einfach so grobe Stücke schräg runter, damit es cooler aussieht. Jetzt probieren wir noch unser Wasser. Da kann man jetzt gleich noch reagieren. Braucht man noch etwas Salz, braucht man noch etwas Zucker. Das ist ganz wichtig für den Spargel. Das Wasser muss schmecken. Jetzt kommt der Spargel ins kochende Wasser. So, den Deckel drauf und für 6 Minuten kochen lassen. So, die 6 Minuten sind vorbei. Jetzt kommt der Spargel raus. Gleich in die Schüssel. Wie das schon duftet. Spargel fertig gekocht. Jetzt brauchen wir natürlich ein paar Radieschen, damit es farbenfroher wird. Wir verwenden jetzt ein bisschen Bärlauch. Wer möchte, kann den natürlich auch weglassen oder Schnittlauch verwenden. Je nach Lust und Laune. Jetzt kommen Radieschen und Bärlauch zum Spargel. Jetzt müssen wir natürlich unseren leckeren Spargelsalat noch abschmecken. Dafür brauchen wir einfach nur ein bisschen Salz, bisschen Pfeffer, bisschen Olivenöl und Essig. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich nochmal probieren. Gegebenenfalls nochmal mit Salz, Pfeffer oder auch Zucker, falls zu viel Säure drin sein sollte, abschmecken. Jetzt geht's an die Eier. Die kochen wir 5 Minuten lang, schrecken sie kalt ab und danach haben wir einen wunderbar flüssigen Kern. Jetzt kommt der schwierigste Teil von dem kompletten Gericht, diese weichgekochten Eier zu schälen. In der Pinzgauer Stuben, wo ich arbeite, sind wir schon oft daran verzweifelt. Mitten im Stress geht so ein Ei beim Schälen kaputt und du musst schicken. Das ist eine reinste Katastrophe. Also nimm dir Zeit. Schäl vorsichtig und wenn dir was schief geht, koch dir ein neues Ei. Die Eier sind geschält. Jetzt richten wir uns die Panierstraße her. Mehl, verquirltes Ei und Panko in unserem Fall. Du kannst natürlich auch Semmelbrösel benutzen. Bleibt komplett dir überlassen. Panko ist nur nice, weil das richtig crunchy wird. Um zu überprüfen, ob dein Fett auf Betriebstemperatur gekommen ist, Holzstäbchen rein, Bläschen kommen, ready. Und das Ei in das heiße Fett packen, ordentlich frittieren, sobald sie goldgelb sind, raus auf den Zewa zum Abtropfen. Und dann wird schon angerichtet.
Jetzt wird angerichtet. Spargelsalat in die Tellermitte. Backei drauf. Kresse als Eyecatcher und fertig. Unser Spargelsalat ist fertig und ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Wir schneiden jetzt gleich natürlich noch das Ei an, weil wir wollen ja auch den flüssigen Kern sehen. Und dann sehen wir uns auf YouTube. Es ist angerichtet, es sieht fantastisch aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Rezept. Viel Spaß beim Nachkochen und besucht unseren YouTube-Kanal Einfach Geschmack mal. Ciao! Tschüss.